In allen Provinzhauptstädten Venezuelas, wie hier in Los Teques, haben zahlreiche Menschen gegen den linksgerichteten Präsidenten Nicolas Maduro demonstriert. Die Regierungsgegner werfen der nationalen Wahlbehörde vor, die Einberufung des Amtsenthebungsreferendums gegen Maduro zu verschleppen. Zudem herrscht seit Monaten eine schwere Wirtschafts- und Versorgungskrise. Wir wollen die Regierung loswerden, den Hunger und das Elend. Wir wehren uns gegen mangelnde Sicherheit und gegen Ungleichheit. Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas erklärte die Ehefrau des inhaftierten Oppositionsführers Leopoldo López: Wir werden auf einem organisierten, friedlichen und verfassungsgemäßen Weg den Wechsel schaffen. Und das wird durch das Amtsenthebungsreferendum geschehen, weil es unser Grundrecht ist. In Caracas und den Provinzhauptstädten fanden Gegendemonstrationen statt. Bei einer Verzögerung der Volksabstimmung ins kommende Jahr hinein würden laut Verfassung die Sozialisten selbst bei einer Niederlage des Präsidenten an der Macht bleiben. Hier stehen die Menschen bereit, ihre Leben zu geben, um die Nation zu festigen. Ich unterstütze meinen Präsidenten Maduro. Wir gehen nicht zurück in die Vergangenheit mit diesen Menschen, die nichts Gutes für unser Volk wollen. Maduro wertet die Proteste als Verschwörung gegen das sozialistische Gesellschaftsmodell seiner Regierung. Im laufenden Monat sind bereits Dutzende Oppositionelle wegen Putschverdachts verhaftet worden.